Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Video möchte ich mal zum Anlass nehmen, euch einen Bug zu zeigen. Und zwar einen Bug, der bei der Kommentarfunktion öfters mal auftritt. Er fängt langsam an und nervt mich etwas. Ich möchte euch den Bug einfach mal auf meinen Monitor demonstrieren. Wir haben hier eines meiner Videos und unter meinen Videos haben wir natürlich Kommentare. Und wenn man jetzt hier so durch die Kommentare scrollt, sieht man viele Nutzer, die mir einen Kommentar geschrieben haben. Und wenn man jetzt ganz genau aufpasst, findet man manche Nutzernamen, die aus zwei Wörtern bestehen. Und plötzlich steht der Zeitpunkt, wann der Kommentar gegeben worden ist, genau zwischen den beiden Namen. Bei diesem Kommentar ist dieser Bug aufgetreten und der Bug scheint sich wie eine Art Virus durch den ganzen Kommentar zu ziehen. Ich möchte euch mal hier zeigen, wie sich das darstellt. Wenn ich dieser Person nämlich jetzt hier antworte, ich klicke hier auf den Antwort-Button und fange jetzt an, einfach hier mal zu schreiben, ohne großartig auf den Bildschirm zu schauen, und dann passiert was ganz Merkwürdiges. Und wir sehen, der ganze Krempel wird rückwärts geschrieben und zwischen den beiden Wörtern des Kanalnamens. Das ist ein sehr merkwürdiger Bug, aber ich sehe den immer wieder auf YouTube, allerdings nur hin und wieder. Also es ist nicht gesagt, dass jeder Kanal, der einen Kanalnamen hat, der aus mehr als zwei Wörtern besteht, diesen Bug dann in seinen Kommentaren hat, die er schreibt. Das scheint nur hin und wieder aufzutreten, aber in letzter Zeit doch recht häufig. Es gibt eine Möglichkeit, diese Geschichte zu umgehen. Dazu klicken wir wieder auf Antworten. Wir sehen, der Cursor bewegt sich wieder hinter dem Kanalnamen. Jetzt einfach einmal die Return- oder Enter-Taste drücken. Jetzt sind wir in der nächsten Zeile und jetzt können wir wieder schreiben. Und wir sehen, hier hat es einwandfrei funktioniert und damit haben wir den Bug quasi umgangen. Also sollte man sich eventuell im Moment erstmal angewöhnen, wenn man auf einen Kommentar antwortet oder einen Kommentar schreibt, eventuell einmal die Return-Taste, die Enter-Taste zu drücken, sodass man in die nächste Zeile hüpft und dann erst anfangen zu schreiben. Damit umgeht man diesen sehr nervigen Bug mittlerweile, denn mir ist es nur mittlerweile schon mehrfach passiert, dass ich Kommentare dann gepostet hatte, weil ich sie nicht nochmal Korrektur gelesen habe und dann stand dieses rückwärts geschriebene Kauderwelsch nur noch so da. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video wieder einigermaßen weiterhelfen. Wenn dem so ist, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Wollt ihr noch weitere meiner Videos schauen, so schaut einfach hier unten in die Anmerkungen, sofern ihr sie eingeschaltet habt. Klickt dort auf eines meiner vorgestellten Videos oder schaut einfach auf einen meiner Kanäle vorbei. Eventuell könnt ihr auch einen meiner Kanäle abonnieren, denn Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Ich sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.